wir sind mal wieder da, der Koch und der Trompeter. Ja, zwei Wochen hat es gedauert, wir haben es überbrückt mit guter Laune und schlechtem Wetter draußen, ja. Aber ja. Heute ist auch nicht recht viel besser, heute hat es erneut und da kränkt. Ja, und gewindet. Genau. Gewindet. Er hat es endlich wieder mal einer geschneipt zu uns ins Fernsehstudio hier in unser schönes, neu ausstaffiertes, wer erkennt's, ja. Von ProSieben gesponsertes Fernsehstudio hier im schönen Hatting. Ja. Oh. Keine Kosten und Mühen gescheut, euch nee. Hier das Ding zu pimpen. Genau. Schön, dass ihr dabei seid bei Instagram und da bei Facebook. Und wir haben heute was Neues. Und zwar, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, wir haben eine neue Schnitttechnik bei Facebook. Schaut mal her, wir haben eine Herdkamera. Machen wir. Kannst du mal einschalten, schau mal. Und, warte, machen wir. So, wir grüßen die Rocking Chefs. Schaut's mir her. Und? So. Funktioniert? Jawohl. Ja, ja, schaut aus wie, schaut gut aus. So, an alle Instagram-Zuschauer, die das haben wollen, das Feature müssen genau. Wir auf Facebook wechseln. Darum geht's leider nicht. Instagram ist face-to-face. Dafür freuen wir uns, wenn ihr bei uns kommentiert. Schreibt alles drunter, was euch interessiert. Fragen, Kommentare, alles genau. Genießen. Ihr könnt es auch danach euch reinpfeifen. Ne? Also gebt euch auf Lunge. Weil ihr könnt euch auf Facebook danach anschauen und dann könnt ihr auch dieses Gimmick euch auch reinziehen, wenn genau. Ihr sehen wollt, was am Herd so abgeht, während der Dominik seine Storys erzählt. Ja, heute geht's ins schöne Oberfranken. Du bist kein Oberfranke, gell? Du bist ein Mittelfranke. Genau. Man muss Gott für alles danken, auch für Ober, Unter und Niederfranken. Jetzt bin ich seit 14 Jahren, fast 15 Jahren bin ich in Straubing. Und es gab noch kein Jahr, wo mir jemand diesen Gag hingeschmettert hat. Mal was noch nie? Noch nie. Also jedes Jahr jedes fand Jahr. Ich einen in Bayern, der mir diesen Witz erzählt hat. Und ich habe mir gedacht, Schenkelklopfer, Alter. Aber jetzt pass auf, kennst du den Niederbayern-Spruch auch? Na? Darf der? Ja, wir sind ja bei Instagram. Kein Hirn, kein Eier, Niederbayern. Also es gibt ja das Pendant. Wir sprechen heute über einen sehr coolen Store, über eine sehr, sehr coole Frau, die wir kennenlernen durften. Die Annette aus Bamberg. Sprich ich es richtig? Bamberg. Genau. Also ich mache halt einen kleinen Fränkischkurs. Und die Annette handelt, vielleicht kennst du sie auch, die Annette hat nicht nur einen, sondern zwei coole Stores in Bamberg. Direkt in Bamberg? Direkt in Bamberg und einen in Schweinfurt, aber wir sprechen heute über die Bamberger Stores und vor allem, was sie in diesen Stores macht. Mehr dazu später in dieser Folge. Jetzt gibt es erst einmal Zutatencheck, weil wir wissen, ihr wollt kochen, wir wollen futtern. Also Zutatencheck mit Salvatore. Genau. Also heute machen wir eine geräucherte Forellenfilet auf einem Spargelsalat. Ja, den löschen wir uns ein bisschen ab mit einem Orangensaft, den habe ich noch zufällig mitgebracht. Wer ihn nicht am Start hat, geht auch die Gemüsebrühe. Gell? Immer locker bleiben, immer locker aus der Hüfte atmen. So. Und dazu machen wir uns einen Bärlauch Creme Fraiche dazu. Ja, also das ist der Wunsch von unserer Gästin. Und die hätte gerne Forelle, was mit Spargel. Wenn wir überlegt, machen wir so eine leichte Vorspeise, weil das Wetter draußen ist schön. Wir alle haben ein bisschen zugenommen im Lockdown. Söder hat uns versprochen, wir machen wieder auf, also müssen wir wieder alle in Shape kommen. Das heißt dauerhaft Bauch einziehen, so wie ich jetzt gerade. Das Ganze würzen wir uns, diesen Spargelsalat würzen wir uns ein bisschen, das ist Holunder-Essig, den habe ich mir angesetzt, als Holunderzeit war. So mit Weißweinessig aufgekocht und stehen lassen, schmeckt fantastico. Dann habe ich hier eine Pfeffermischung mit vier Pfeffersorten. Dann haben wir hier einen flüssigen Pfeffer, quasi, ja, von der Rocking Chefs Edition. Oh! Ja, schmeckt wirklich das tasmanische Pfeffer. Ja. Das liebe deine Freunde! Wirklich geil, vom King of Salt übrigens. Dazu machen wir ein paar Knoblauchchips. Ja, das Ganze machen wir ein bisschen an mit Schnittlauch und dann haben wir ein bisschen Bärlauch, haben wir schon gesagt. Ja. Und im Hauptgang gibt es Panna Cotta, der alte italienische Klassiker Panna Cotta, so italienischer Pudding. Den habe ich natürlich schon vorbereitet, braucht so zwischen 2 und 4 Stunden im Kühlschrank, bis er fest wird, wegen der Gelatine. Und das Coole ist, wir haben da zwei Zweige Rosmarin mit reingelegt, aufgekocht. Und Vanille und Rosmarin, die lieben sich. Ja? Die passen sehr gut zusammen. Und dazu machen wir uns eine Rosette aus Erdbeeren. Die Erdbeeren sind im Kühlschrank, die holen wir später raus. Das bedeutet, der Dominik musste in schöne Scheiben schneiden. Dann legen wir uns einen Kreis, in der Küche sagt man Rosette, wer jetzt lacht, ist selber schuld. Und dann machen wir uns das Panna Cotta in der Mitte rein. Dann machen wir uns die Panna Cotta in die Mitte rein, Ferkelchen. Und genau,
Minze machen wir ein wenig dazu. Also es wird ein heiterer, lockerer Abend. Ja, nicht so, ich habe schon gesehen, hinter der Kamera, erstmal habe ich mich natürlich weggeschmissen bei diesem Wort. Man darf ja ein bisschen Humor haben, auch in diesen Zeiten. Und ich habe es eh schon gesehen, schaut mir dieses T-Shirt auf. Um diese Shirts geht es nämlich halt. Weil nämlich die Annette hat diese Shirts in ihrem Laden, im Wonka Tonka Store in Bamberg. Und ihr habt es ja lesen können, oder? Limited Edition. Boah, du kannst es mit deinen Muckis da in der Brust, kannst du da wackeln. Ja, das sind meine. Er war nämlich eigentlich, er kommt aus Italien und er war eigentlich so, er war Tänzer. Er war Tänzer in einem italienischen Nachtclubs für ganz gut betagte Business-Damen, die da 300 Euro für die halbe Stunde hingeblättert haben. Und dann kam das Salvatore raus und hat dann... Dann wollten sie ihr Geld zurück. ...gemacht. Dann wollten sie ihr Geld zurück. So, jetzt schaut's mir her. Das ist mein T-Shirt. Also du bist brutal erotisch. Brutal erotisch. Erotisch. Ist das Oberfränkisch? Brutal. Brutal, ja. Brutal erotisch. Das ist so die weichere Art des Brutals. Okay. Und Limited Edition? Es gibt kein T im Fränkischen, gell? Ja, wir haben es verkauft. Wir haben es an den Niederbayern verkauft. Ja, bei uns gibt es ganz viel R. So. Also, und diese Shirts, die Shirts sind total geil, weil es ist Bio-Baumwolle. Es ist wirklich ein sehr tolles Produkt. Also, trägt sich gut, aber wir machen ja keine Show für T-Shirts, wir machen eine Show zum Kochen. Also, bis gleich, wir fangen jetzt mal an zum Schnibbeln. Großer Meister, ich würde gerne mit dem, wie heißt das Ding gleich wieder? Messer? Na, wie heißt der? Fox? Ich habe schon vergessen, den Dick. Zwei. Dick. Dick, genau. Wir arbeiten heute mit Rosetten. Okay, mit was darf ich starten? So, wir brauchen erstmal schöne... Paprikawürfel, ja, die schmerzt einfach so und dann so. In dem Tempo, Dominik. Ja, genau. Ohne die Finger zu verlieren. Nicht so Challenge langsam. Für heute. Nicht mit der Klinge übers Brett. Genau. Wir schieben so zusammen. Jetzt passt aber, jetzt kommt nämlich der Master. Der Master, das Ding, ich hab's vermisst, ich hab's nämlich leider nicht daheim. Es ist das Messer vom Chef. So, jetzt passt auf. Schrubben. Naja, das bei mir geht es ja nicht so genau. Ach, come on, Alter. Die sind jetzt aber nicht gleich groß. Ja, glaubst du, dass sie wirklich her nach das, dass sie ja. Unser Typ herkommt und sagt, hey, Entschuldigung, ich würde mein Essen gern zurückgehen lassen, weil die Dinger sind nicht gleich groß. Naja, weil das kannst du ja locker, man sieht es ja hier schön, das kannst du ja locker so wegessen. Da bist du kurz vorm Ersticken und da denkst du, okay, geht noch. Okay, das ist der Hintergrund. Okay. Also es hat sogar einen Sinn, oder wie? Ja. Alles, was das Salben gemacht hat, Sinn. Meistens alles, was ich mache, hat Sinn. Hin aufs Brett, halbieren. Halbieren. Und jetzt so. So rausschneiden. Das machst du jetzt da auf. Und dann kannst du da schön arbeiten. Es ist Zufall, dass der Griff das gleich, die gleiche Farbe hat wie dein... Wie die Paprika? Ja. Nein, ist Absicht. Das ist die Paprikarote Edition. Edition? Er ist schon gebrandet vom Store. Ja, die Annette, was das Coole ist an der Annette, die hat nicht nur so einen coolen Store, das ist eine ganz kreative Familie. Die hat mit zwei Kinder. Okay. Annette, pass auf, jetzt halt fest, die Kinder heißen ein Bubi und ein Mädel. Ja, jetzt die heißen Bubi und Mädel. Na, also. Aber jetzt pass auf, die heißen Kiano, heißt der Junge, und Chiara, heißt die Tochter. Kiano? Ja, Kiano und Chiara. Und das sind die, machen jetzt halt, machen auch was sehr was Kreatives, genauso wie sie. Ja, sehr gut. Alter, weiß ich leider nicht. Start nicht auf Wikipedia. Nicht, Mann. Weiß ich leider nicht. Und da liegt jetzt halt auch der Schweigepflicht. Aber der Kiano, der macht bei Hugo Boss eine Schneiderlehre. Ist das cool? Geiler Dude. Bei Hugo Boss eine Schneiderlehre und die Kiana, die will Fotografin werden. Die macht jetzt gerade eine Fotografientenausbildung. So. Ich habe es vermisst. So. Ich habe diese Art von... Passiv-aggressive Art. Ja, diese Art von Bevormundung habe ich vermisst. Aggressiv. Nein, weil jetzt die letzten zwei Wochen war ich nämlich Chefteurin in dieser Bude, in diesen vier Wänden. Bist du ja welcher? Ich hab nachgekocht. Ich habe jetzt das nicht glauben. Ich habe mein Lieblingsgericht aus einem halben Jahr der Koch und der Trompete ist das narrische Wutgericht. Und zwar der überbackene, panierte Federkäse. Wie haben wir gelernt, du hast das, Salf? Ah ja. Was? Saganaki heißt es. Ja, genau. Das Saganaki. An Saganaki nochmal. Genau.
mit dem Spargel, deswegen bin ich von der Spargel-Fan jetzt. Genau. Was wir jetzt machen, du hast das Brot auch gemacht. Ja, das ja, volle Programm. Es geht total schnell. Mittlerweile ist man wirklich zu fad, den zu panieren. Jetzt mache ich nur noch im Rohr, also ohne Panade. Okay. Das ist genauso gut. Gestern auf Nacht hat es nicht erst gehen. Super. Ich bin froh. Also es freut mich, dass ja, du so dabei bist, sag ich. Was dazu lernst. Also, ja, ein paar Sachen. Also, bisschen was bleibt doch hängen. Was bleibt dann doch hängen. Lalala. Du hast mir schon mal ein Foto geschickt von einem Bub, der Pizza gerollt hat und so weiter, dessen Weg eigentlich schon vorgezeichnet ist. Ja. Genau, jetzt machen wir das. Schneiden wir jetzt gleich lang und das halbierst du mir jetzt nochmal der Länge nach, okay? Die halbieren? Alle. Genau. Alle. 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 Was ist der Unterschied zwischen grünen und weißen Spargel? Das hat mich schon lange interessiert. Ja. Der Geschmack, die Reifegrad. Ich könnte jetzt einen blöden Spruch lassen oder irgendeinen. Also die Farbe. Weiß, ne, das ist grün. Das danke. Ist, okay. Aber der Unterschied ist, dass der weiße Spargel unterirdisch und der grüne Spargel oberirdisch wächst. Also deswegen ist der grüne ein bisschen billiger, weil man den nämlich einfach so pflücken kann und den weißen muss man stechen. Nee, ich glaube, warum er billiger ist, was? Ist er billiger? Ja. Das ist immer die Frage, was ist billig? Genau, günstiger. Ja, auf jeden Fall ist der, ich finde den grünen etwas geiler, weil er, ich muss ihn nicht schälen. Also wenn man schlau ist, kauft man sich geschält beim Gänger, ist klar. Und man kann ihn, man muss nur die Enden abschneiden, man kann sie anbraten, man kann es kochen. Grillen. Also sehr variierend, sehr, sehr variabel. Und der Weiße ist halt immer so festgelegt, der wird meistens gekocht. Dann muss er Hollandaise dazu, ein paar Kartoffeln und ein bisschen Schinken oder so. Das ist so festgelegt in den Köpfen der Menschen. Aber mit dem Grünen bist du ein bisschen freier. Ich stehe voll drauf, das mit Orangensaft zu fermentieren. Runter zu ballen. Einfach immer ordentlich rauf und dann wieder runterballen. Aber die Annette hat sich ja aus dem wunderschönen Bamberg hat sich ja was mit Spargel und Forelle gewünscht. Weil wir sagen immer so, sagt uns, was ihr gerne essen würdet und wir machen euch ein Gericht dazu. Vor allem wir überlegen uns das Gericht. Hey, ich habe den Song gecheckt für sie, ihren Lieblingssong. Und es war in der Folge so schwer wie noch nie, weil die Annette ist ein riesen Fan, habe ich festgestellt, vom Motown Sound. Geil. Sehr also, geil. Marvin Gaye und Sound der, sag ich jetzt mal, 70er Jahre. So, Anfang 70er Jahre. So Barry White. Barry White, genau. Und Cool in the Gang und so weiter. Genau. Und sie haben einen coolen Song sich ausgesucht von, wie heißt es? Marvin, wie heißt der gleich wieder? The Blue Notes. Marvin, hey. Ich muss mal kurz spicken. In the Blue Notes. Na, Harold Melvin and the Blue Notes. Kennt ihr Harold Melvin and the Blue Notes? Habe ich vorher nicht gekannt. So, du schneidest mir jetzt hier die Würfel an, gell? Also wenn ich das mache, dann schaut's eher nicht so gut aus wie bei dir. So, ich brate jetzt den Spargel an. In einer gerechten Welt hätten wir jetzt eine Erdkamera. Leider ist das WLAN zu schlecht. Das funktioniert nicht. Echt, unser WLAN ist zu schlecht. Ja, leider. Wirklich? Liegt an unserem WLAN? Ja, leider haben wir in Atting nur 16.000er. So schaut es aus. Für alle, die mitmachen, so schaut es jetzt aus. Ja, das legen wir jetzt zusammen in die Pfanne. Der Kollege hier schneidet schöne, gleichmäßige Würfel. Gleichmäßig. Jaha! Und die tust man dann da rein. Und dann tust du dazu nicht passt. Was soll ich von dem Lappen da anderes machen? Schon, oder? Alles verwenden. Alles. Wir tun inzwischen salzen. Und Zucker, okay? Zwei Prisen quasi. Genau, nach Geschmack. Zucker ist immer ganz wichtig, bringt, ist ein natürlicher Geschmacksverstärker, bringt das Ganze nach vorne ein bisschen vom Geschmack her. Und der der Spargel, der ja so eine leichte Bitternote hat, der wird durch den Zucker ein bisschen unterbunden, diese Bitternote. So, ich schneide immer die Würfel. Und was das lustig ist, um zurückzukommen auf Bamberg, das habe ich gar nicht gewusst, Bamberg ist eigentlich eine sehr internationale Stadt, da wird viel gedreht. Die drei Musketiere wurden dort gedreht, Hollywood-Schinken, gell? Mit Orlando Bloom. Mit Orlando Bloom in Bamberg gedreht. Dann, wie heißt diese eine Dame, die Heike Makatsch hat dort letztes Mal gedreht. Ein deutsches Schauspielwunder. Ja. Und das Coolste ist, vielleicht habt ihr es diese Woche in der Presse erfahren, da war nämlich die Gerichtsverhandlung. Letztes Jahr beim Abitur haben sich zwei coole Dudes gedacht, wir brechen den Safe auf vom Gymnasium, wo die Abiturprüfungen drin sind.
Und dann haben die es tatsächlich geschafft, haben die Abiturprüfung gemopst. Und dann hat es in Bayern wirklich tatsächlich ein neues Abitur geben müssen, weil diese Abiturprüfungen immer dauern. Und dann haben sie neue Abiturprüfungen gemacht und haben das geflucht. Und jetzt haben sie natürlich die, das Lustige bei der Sache war, einer von den Typen, jetzt, ich weiß nicht, liegt es an den Oberfranken, aber einer von den Typen hat noch die gute Idee gehabt, sich in dieses Notenprogramm der Schule einzuhacken. Er hat den Zugangscode gehabt und hat sich da eingehackt und hat seine eigenen Noten in den Notenschlüssel verbessert. Kannst du dir das vorstellen? Und dann war es natürlich nicht sehr schwer, drauf zu kommen. Der Micha hat übrigens vorher noch geschrieben, ist nicht billiger. Billiger eh nicht, wenn dann günstiger. Haben wir doch gesagt, Micha. Und so. Der Pete 030 hat gemeint, schneller kochen, Dominik, du hast gleich noch einen Termin. Oh, stimmt's. Peter, alles Gute zum Geburtstag. Der Pete wird heute 50. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Peter. Happy Birthday to you. Der Spargel schaut jetzt so aus. Er kann ruhig ein paar Röstaromen haben, ja, aber das ist alles Geschmack. Ein paar Röstaromen. Und O-Saft mit rein. Okay. Alle gesehen? Dann habe ich hier meine Gemüsebrühe, die ihr euch alle vorbereitet habt. Laut Plan. Kommt da noch mit drauf. Und dann lassen wir das auf kleine. Ja, also beim Elektroherd. Also wir ballern Runde. Wir ballern nicht. Ja, genau. Auf der 7. Okay. Auf der 7 machen wir das Munde. So, jetzt darf der Dominik mal ein bisschen, schon geil, ein bisschen Budden einmachen. Wie viel? Ja, machen wir mach halt mal ein bisschen Budden ein. Nimm mir ein gutes Messer. Ein bisschen mehr, komm. Ja, siehst du, das ist der Grund, warum ich so ausschaue, wie ich ausschaue. Das ist so bei mir ein bisschen Butter. Ehrlich? Bambe, Banka Tonka, wir kommen gleich. Ich wollte eigentlich was zum Store erzählen, gell? Ja. Genau, weil nämlich Bamberg, coole Filmstadt, sehr international, viele, viele Gäste, wird viel gedreht, weil eine wunderschöne Altstadt, UNESCO-Weltkulturerbe, ja. Bamberg. Ja, ja. Und jetzt ist es so, es gibt einen Fluss, der nach Bamberg fließt und auf beiden Seiten haben sie sich nicht entscheiden können, wo das Rathaus hingestellt werden soll. Also was haben die Bamberger gemacht? Schlau wie sie sind, sie haben das Rathaus in die Mitte des Flusses gebaut. Hemwitz. Und genau, da geht so eine Brücke drüber, man sagt da Klein-Venedig dazu, und genau in diesem Rathaus, in der Mitte des Flusses, da ist der Store, der Wankatanka-Store. Und das Coole ist, dass die Straße geht so rauf, und der Store ist ja gerade, ich meine, Schiffe Mario, haben sie nicht gegeben, aber dadurch, dass die Straße schief ist, ich halte es mal schnell zu Instagram, sind die Türen auch schief. Also die Türen sind eigentlich gerade, aber da geht die Straße, sieht es? Und die Türen sind dann so schief drin. Das ist ein schöner alter Store, mal hier zu Facebook, schaut euch das an. Schaut sehr, sehr cool aus. Das ist der Store, um den es geht. Banker Tanker Store in Bamberg. So, du hast jetzt die Paprika zu den die Paprika-Würfeler zu den Forellen-Würfeler geschmissen. Genau, genau. Ah, danke schön. Sogar unsere Regie redet schon fränkisch. Das fränkische Schnittwunder. She knows good. So, warum hast du das da? Warum hast du das ins Plastik gemacht? Also, was immer ein Problem ist beim Schnittlauchschneiden, ist halt, dass der so auseinander geht beim Schneiden. Ne? Und den tut man sich ein bisschen da in eine Folie rein. Und dann kann man den so rausziehen, so viel wie man braucht. Oh! Dann schneidest du da die Menge, die du brauchst. Und den Rest? Und den machst du dann wieder zu. Ne? Also den hast du immer so in deiner Tasche. Auf der Tasche. Genau, auf meinem Schnittlauch habe ich gelernt. Genau. So an der Bar, wenn du eine neue Ische kennenlernst, so, hey Mann, Uli, das ist ein Schnittlauch? Uli, das stimmt alles nicht, was der ist. Genau, da kann man den so schön runterschneiden, man packt ihn so wieder ein. Dann, wenn man länger im Kühlschrank haben möchte, macht man noch ein bisschen ein Zewa, ein feuchtes Zewa drumherum. Ich traue mich gar nicht so Sachen sagen. Weil feuchtes Zewa, warum? Kein Mensch denkt bei dem Wort Rosette an was anderes als an einen Kranz von. Mama, kurze Zwischenmeldung. Die Manu Mainzer schreibt, am Rathaus ist das kleine Glück vom Wanka Tonka. Genau. Der Megastore ist in der Arschstraße. Dankeschön, so ist es. Genau so ist es. Hier ist es, schau mal, das kleine Glück. Das kleine, da ist wieder diese schöne Tür. Das kleine Glück ist
beim Rathaus und der Megasaur ist in der Ausstraße. So, Werbeblock beendet. Hier nochmal bei Facebook. Aber wir wollen eigentlich bloß sagen, hey Mann, schaut mal diese coolen Shirts an. Und er trägt noch was XXL und bei ihm kleidet es auch. Das schnürt so zusammen. War da nicht was über das Material noch? Das Material? Das Material, genau. Es ist Bio-Baumwolle und es ist made in Germany. Und dann viele Leute sagen immer, made in Germany, ja, mit made in Germany, dann kommt es aber trotzdem aus China. Die Dinger sind wirklich made in Germany. Es ist nicht wahnsinnig billig, nicht so billig wie beim H&M, aber ja, sehr Qualität. Cool. Und ich sag's euch wirklich, man merkt es, wenn man es anhat. Es also hat nichts mit World's nicht wie heißt die Firma? Oceans Apart? Nein. Oceans Apart? Was? Kennen wir nicht? Nein. Zählen wir später. Okay. So. Du hast jetzt da. Wir haben jetzt hier die Paprika rein. Ja, dann haben wir also den klein geschnittenen Forellenfilet. Da haben wir die klein geschnittene Paprika rein. Ein bisschen was Crunchiges, eben was Festes noch. Dann haben wir einen Schnittlauch rein. Dann haben wir ein bisschen, also salzen braucht ihr nimmer, weil wir wissen, ist geräuchert, ist gewürzt genug. Dann haben wir ein bisschen an Pfeffermischung rein. Ist ein normaler Pfeffer auch ganz okay. Aber weil wir haben halt eben diese Möglichkeit, das ganze Ding zu pfeffern. Jetzt machen wir noch einen tasmanischen Pfeffer mit rein. Du tasmanischer Teufel, du! Genau. Und dann noch ein bisschen Öl. Was ist das für Öl? Ist wurscht? Das ist eine Mischung von Olive und Rapsöl, damit es nicht zu sehr nach Olive schmeckt. Ne? Und dann mischen wir das Ganze, dann hat es eine Bindung. Dann. Warum machst du das? Hat das einen Sinn? Du Italiener, ja, also, wenn man das über Espresso. Du Saft raus. Nicht? Also, weil ich nicht so. Die Kamera rumziehe. Man bricht die Zellen auf, wenn man jetzt eine zu harte Zitrone hat oder eine Limette oder eine Orange, einmal so drüber rollen. Aber nicht bodybuildermäßig draufdrücken, sonst macht es quitsch und dann ist weg. Einfach leicht drüber rollen, man bricht die Zellen innen auf. Ja, und dann hat man nämlich den Saft. Und da braucht man nur den Anfang der Zitrone und macht einfach einen Saft damit rein. Ich mache das auf Nacht einmal so. Auf meinem Bein mache ich immer so hier, vor allem so und hier mit so einem Ball, mit so Gummiknoppel drauf. Das ist gut für meine Zellulite. Das ist gut für die Faszien, um die zu lösen, gell? Ja, um die Faszien zu lösen, genau. Männer kriegen ja keine Zellulite, oder? Stimmt. Ja, das heißt es. Das ist leider so. Nicht wahr. So, jetzt haben wir ein kleines Geheimnis hier bei der Koch und der Trompete. Bist du ein Zellulite bei dir? Ich habe schon so Schwangerschaftsstreifen. Mein Po ist gerade zu schnell gewachsen. Das ist kein Witz. Kann man sehen, wenn ich dann mit meinem Tanker jetzt am Ball am Badesee liege. Haben wir so eine Borat-Folge gemacht? Ja. Ah ja, die Toya Mapina schreibt, der Store ist mega. So schöne Sachen kann ich nur empfehlen. Schön, liebevoll ausgesuchte Dinge. Ja, von der Annette selber gemacht. Und das Lustige ist, wir sind auf die Annette gekommen durch meine liebe Freundin. Und soll ich wie schneiden? Einfach grob. Einfach grob. Einfach grob. Endlich mal eine Ansage. Endlich mal was er versteht. Einfach grob. Durch meine liebe Freundin und Chefin. Hallo Chefin. Christiane Kiefer-Röschert, meine Producerin bei den Wirtshausmusikanten beim Hirzinger. Die hat nämlich die Annette kennengelernt, und zwar auf so einer coolen Kur, Ayurveda-Kur heißt die, wo man sich so selber ein bisschen reinigt und sowas. Ich meine, das ist so eine Avocado-Kur, wo man die ganze Zeit nur Avocados isst. Und Avocado-Drinks, Avocado-Essen und so geht man rein. Nein, das ist eine Ayurveda-Kur. Und die hat gesagt, du musst unbedingt mal was mit der Annette machen, weil das ist so eine coole Dame und das ist sie wirklich. Also, gute Musikgeschmack. Haben wir den Song eigentlich schon gespielt? Nö. Die Tayo hat übrigens gesagt, man findet sie super, dass ihr an Wanka Tonka gedacht habt. Ja! Neben eurem Heißteil-Cooking. So. Ich muss jetzt wirklich sagen, würdest du mir das nicht hier näher gebracht haben, ich wüsste gar nicht, dass sowas Geiles gibt. Also, obwohl ich ja viel Mittelfranken und so weiter und Franken supporte, ist es immer schwierig für mich so Leute aus Franken zu finden, die sowas Cooles machen. Und ich finde es wirklich geil. Und wenn ich mal in der Nähe bin, wenn ich wieder darf, wenn Sögi mich lässt, dann komm ich mal rein und dann kaufe ich mir mal so ein Trikot. Ein Trikot. Das ist ja das Coole, wenn man bei uns in Bayern immer glaubt, es geht so viel bloß um Oberbayern, wo die ganzen Oberbayern, also Berge und sowas, und München, Landeshauptstadt und dann vielleicht noch ein bisschen Niederbayern. Aber in Franken gibt es tolles Bier, unglaublich kreative Menschen. Ist ja schlimm, gell? Einen guten Wein haben einen die auch. Einen guten Wein. Wir trinken jetzt gerade einen fränkischen Wein. Einen fränkischen Weißwein. Jetzt ist er leer. Also wir machen halt voll Franken. Und wahnsinnig viele Dialekte, viele Brauereien, coole Leute. Also
Und ich schneide aber dir rein, Annette, weil du hast mal Snickers-Eis versprochen, wenn ich kenne. Was ich noch sagen muss, in Franken, also das ist mir so jetzt aufgefallen, jetzt bin ich seit 15 Jahren, glaube ich, in Niederbayern, ist mir jetzt aufgefallen, dass die Niederbayern legen so unheimlich Wert drauf, ich komme aus Niederbayern, ich komme aus Oberbayern, ich bin aus Mittelbayern, gibt es da nicht? Nein. Also, wir sind die besseren Bayern. Oberpfalz gibt's. Ja, das ist ja nicht Bayern. Gibt's gleich direkt eine oberpfälzische Rennstelle wahrscheinlich, oder? Aber in Franken ist es egal, weil wir sind alles Franken. Es ist vollkommen wurscht, Mittel, Ober, Unter, egal. Wir sind Franken, weil wir von Haus aus immer ein wenig gedisst werden und so und alle glauben, wir sind ein Ballaballa, weil wir ein bisschen langsamer reden und nicht so gut Fußball spielen. Aber. Wobei Furt steigt auf, oder? Was war da? Nee, vielleicht. Wenn Kiel jetzt noch ein wenig rumlascht. Ich wäre ja voll dafür, ich bin für Kräuter Fürth, kehrt eigentlich in die erste Liga. Ja, wieder keine Kohle und dann zack, sind sie direkt nach einer Woche. Aber egal. Und ja, kurze Zwischenmeldung. mach fertig. Ja, also wir sind jetzt hier, so schaut's aus. Ja, das wollte ich sagen. Also wir haben jetzt hier den Spargel. Nein, der wollte das ganz anderes sagen. Ganz kurz, wir haben jetzt hier den Spargel rausgeholt. Ja, der ist einigermaßen weich, aber er muss doch noch bissfest sein. Also der weiche Spargel, ja, die Mittelfranken und so, die Franken essen gerne wegen den Spargel, der sich so, ja, wie nach dem Sex sich so. Der muss ein bisschen einen Biss haben, der muss wegen einem Biss haben, damit man auch wegen was schmeckt von dem Spargel. Also abgelöscht mit Brühe, Orangensaft, lassen wir hier kalt werden in dem Sud, machen wir später noch ein bisschen an Holunderessig dazu oder an Weißweinessig, was ihr euch gekauft habt, und schmeckt das Ganze so ab. Hier haben wir eben die schönen in Würfel geschnittene Paprika mit der Forelle. Okay? Die haben wir jetzt hier stehen, haben wir gewürzt mit Pfeffer, ein bisschen Salz haben wir nicht rein, aber ein bisschen Oliven, Rapsöl gemischt und so weiter und so fort. Lassen wir hier stehen, lassen wir den durchziehen, das Ganze. Dann haben wir hier hinten das deutschen Lieblingsgerät, meins auch mittlerweile. Ich muss sagen, leider meins auch, ich stehe auch drauf. Ja. Den Thermomix, gutes da Ding. Haben wir ein bisschen den Bärlauch aus klein geschnitten, grob gehackt. Dann haben wir ein wenig Brühe mit rein, ja, damit er das Ganze zum Greifen kriegt. Dann mixen wir das Ganze, machen den Creme Fraiche mit rein, dass es das so eine grüne, schöne Paste wird. Und dann kannst du schon mal, wenn ich das gemixt habe, sonst hörst du dein Gespiele nicht, dein Ding spielen. Soll ich das spielen, während es mixt? Danach. Eine ganz blöde dann, Idee. Ja. Aber wir dürfen nicht reden, während es mixt. Das aber dann muss ich jetzt nur kurz was loswerden. Woodstock Academy hat gemeint, Dominik, du könntest bei der Woodstock Academy sogar einen Kochkurs anbieten. Prima. Boah, apropos Woodstock Academy, da müssen wir eine ganze Folge machen, weil es gibt nämlich im Sommer, kurzer Schwenkerer, im Sommer von 22. bis 29. August eine Academy im schönen Tirol. Da könnt ihr euch alle anmelden, kommt vorbei, ihr könnt bei mir einen Moderationskurs machen oder diverse Trompetenkurse, alles was ihr wollt. Und einen Kochkurs. Oder eigentlich kann man schon mal einen Kochkurs machen. Das wäre cool, oder? Der Koch und der Trompeter. Ja. Und zwar 2022. Jo, wir machen es nächstes Jahr. Woodstock Academy, oder? Ja. Bist du dabei? Gefällt mir. Und Manu, Mainz hat nochmal und dann trinkt man noch Brückenbier mit der Annette. Ja. So mit dem Snickers-Eis. Genau, mit dem Snickers-Eis. So, man, entspann dich mal. Dreimal die Annette. Wie heißt Annette? Annette handelt. Annette, trinkst du auch vom Schlenkerer so ein Rauchbier? Kennst du das? Ja, klar. Boah, jetzt ist das Schinkenbier. Ja, geil, ne? Boah. Doch, voll geil. Das ist das einzige, muss man mögen. Eins der wenigen Biere, die ich trinke, weil ich trinke ja kein Alkohol, weil ich habe so eine Abneigung, so eine körperliche, so eine Histaminallergie. Gegen Bier? Ja, gegen alles, was Alkohol ist. So. Aber schaut bei dir da aus, Dominik. Ich bin mal wieder. Also ich bin der Fahrer, quasi. Ist gut. Gehen wir nämlich dann da rüber, nach Bamberg. Und da muss ich hier drauf tun. Ja, du musst einfach nur noch ich dachte, fahren. Ich dachte, das ist dein Lieblingsgerät. Ich hab das alte Modell noch. I'm walking. Yes, I'm leaving, I'm talking. But you and me, I'm hoping that you come back to me. Oh, I'm waiting. Oh, long scene, I'm waiting. For your company, I'm hoping. Woo! Make music, not war. Und? Ah. Er kommt's nicht auf. Der macht sich von selber auf, dieser das super. Aber Bärlauch, das kleine Frau. Ja? Ja, der kleine. Das
So, das ist jetzt so eine Suppe. Was machen Leute, die keinen Thermomix da haben? Mit dem Mixer. Mit dem Hand. Aus. Ah, die nehmen halt einen Stabmixer. Und das ist jetzt Schmand. Das ist Creme Fraiche. Kann man Schmand auch nehmen, das ist wurscht. Kein Schmand, saure Sahne. Ist alles irgendwie das Gleiche. Mascarpone. Ja, das Creme Fraiche ist ein bisschen feiner vom Geschmack und hört sich ein bisschen besser an einfach. So, dann machen aber wir der Schmand hält sie länger. Das weiß ich nicht, ich nehme immer nur das geile Zeug. Den Creme Fraiche. Okay. Das hat jetzt dieses Süppchen hat jetzt ungefähr 1800 Kalorien. Es ist ja nur Wasser drin. Achso, das meinst du? Creme? Ja. Ja, ich weiß nicht. Hat nicht so viel, oder? Was sagst denn du als Creme Fraiche Beauftragte? Ich kaufe nur Schmand. Achso, Schmand. Wie grün. Was ist eigentlich dein lieblingsfränkischer Ausdruck? Ganz spontan. Mein lieblingsfränkischer Ausdruck ist Gagala und Gschmarri. Gschmarri? So ein Gschmarri. Na, red kein Gschmarri. Red kein Gschmarri oder so Gschmarri. Du Depp, so. Ah, das ist Handling, also war nie dabei, gell? Das ist da vorne. Debala. So, ich spiele jetzt einen Song. Ja. Annette, jetzt kommt dein Song, pass auf. Harold Melvin, ich sag's jetzt gleich mal, weil es wird keiner erraten, es ist sehr speziell. Harold Melvin and the Blue Notes. Er hat's gekannt, kein Witz. Stopp. Apartheid war nicht in Amerika. Südafrika. Rassenausschreitungen okay. Damals. Dankeschön. Wir wollen ja geschichtlich hier korrekt bleiben. Ja, wir wollen korrekt bleiben. Wake up, everybody. Geiler Song, Annette. Guter Musikgeschmack hast du ja auch noch. So. Ich hoffe, das Zeug läuft auch in deinem Laden dann, gell? Ja. Genau. Und wer ist jetzt errät, was für Songs war, der darf sie bei der Annette Snickers Eis holen. Okay. Wer jetzt als erster drunter schreibt, welcher Song es war, gibt es bei der Annette Snickers Eis. So, wir warten. Annette braucht jetzt noch viel Snickers. Stehst du auf Snickers Eis? Ich habe noch keins gegessen. Ich liebe Snickers Eis. Ja. Es gibt nichts, was ich mehr liebe wie Snickers Eis. Also wer mich glücklich will, machen will, Snickers Eis. Ich glaube, seine Frau packt dort Koffer. Nein, die hat nämlich die haben 2 6er-Packs draußen. Achso. Hat sie extra für ihn gekauft. Für dich? Liebes Frauchen. Ja, klar. More, eh? Was für eine Liebe. Get married. Liebe macht echt blind, ohne Scheiße. What? So, was hast du jetzt drüber? Also, so schaut's aus. Wanka Tonka gemeint, wow, die Annette hat ein dickes Grinsen im Gesicht. Woo! Geschafft. Wir. Annette, du bist übrigens vom Rechtsweg ausgeschlossen. Wir marinieren uns jetzt ein bisschen. Also wir haben jetzt den Sud, den lassen wir da drin. Dann machen wir uns ein wenig Öl neu. Schön fränkisch reden. Genau, mein Lieber. Dann machen wir uns ein wenig Öl neu. Dann haben wir uns ein wenig Essig. Ja, ein bisschen Säure braucht das Ganze nämlich. Das ist so ein halber Esslöffel für die Esslöffel-Esser. Also Würzer, Entschuldigung. Für die, die nicht so viel Gefühl haben und das nach Maßangaben machen, so wie ich, gell? Genau. Die nicht so locker drauf sind. Dann machen wir einen Pfeffer rein, da könnt ihr, egal was für ein Pfeffer. Ich nehme jetzt den tasmanischen, weil es ist ein stylisches Zeug und es schmeckt auch wirklich gut. Mir ist wurscht, die haben am Schluss sowieso Tabasco drüber. Oder Worcester, oder? Worcester, man sagt Worcester. Ja, Worcester. Da schreiben sich die Geister. Ich Worcester. Sag Worcester, die 70er Jahre haben Worcester gesagt. Aber es ist eigentlich Worcester Sauce. Himmeling, das heißt Worcester, ja. Genau. Wooster? Ja. Nein. Wooster, ja genau. Das ist ein Dorf im Niederbayern irgendwo. Ne? Ich komme aus Wooster. Gut, schreibt uns runter, wer recht hat. So, dann legen wir uns das Ganze schon mal auf ein
Zeber, damit es ein wenig abtropfen kann. Ihr kennt es aber auch jedes andere Küchentuch hier nicht mehr. Das ist das einfach. Auch ein Abtropftuch? Ein Abtropftuch. Auch ein fränkisches Abtropftuch, das wird gerade erfunden. Übrigens, Adidas ist doch auch, Herzog Aurach ist auch Franken, gell? Ja, Mann! Also komm her, Adidas, was noch? Puma. Was noch? Puma, genau. Puma, Adidas, Airbus. Lona Matthäus. Lona Matthäus. Genau, fränkisch vor Insider. Genau. Kurze Zwischenfrage, wie kriege ich denn so ein Shirt, wenn ich nicht nach Bamberg komme? Haben die einen Online-Shop? Die haben einen Online-Shop, geht's einfach wankatonka-shop.de oder geht's auf die Internetseite, hier habe ich sie hier zufällig da, wankatonka.de, ja? Instagram, hier ist Facebook, genau. Schaut da drauf, gibt's die Sachen alle in dem Shop, sie haben coole Labels, es gibt eine Firma, die heißt Fox. Fox, also eine Marke, Fox und wie heißt die zweite? Irgendwas holländisch haben sie noch. Oder jetzt schaut einfach in den Store, komm, liegt auf Nacht auf der Couch, komm, Mensch, morgen mehr Netflix gucken, dann durchblättert einfach mal den Store. Genau, könnt ihr euch das bestellen oder der Inzidenzwert sinkt. Ihr geht einfach mit euren Füßen, man, es ist nicht mehr gewohnt, in den Store, trefft die Annette. Nette Menschen, labert mit denen, vielleicht noch am Anfang durch die Maske, aber bis wir geimpft sind, zieht euch die Dinge einfach so rein. Ist die Annette auch nett? Die ist Annette, ja. Mit der haben wir bestimmt eine nette halbe Stunde. Das ist ja Wahnsinn. Kennst du den nicht? Die Annette? Eine nette halbe Stunde, das ist doch so. Eine nette halbe Stunde. Ja, das ist doch bei Mike Myers, sag's mal. Wie heißt der Film? Komm, Regieassistentin. Wer freut wieder viel? Ja, eine nette halbe Stunde bei Dr. Evil. Ach, was der Film? Nee, mir fällt jetzt nicht. Also, ich muss jetzt die Rosette machen. Genau. Der Micha hat gemeint, der Salva hat recht, Worcester auf Fränkisch. Dankeschön! Ja, nur weil wir in der Franken hier Edition ja, sind. Ja, das ist überfränkisch jetzt, gell? Kommst du her oder was machst du? Nee, ich trinke noch kurz. So, also wie? So. Mann, die Dinger sind echt bis auf einen Millimeter gleich. Genauigkeit ist gefragt. Das ist so kacke, das hasse ich. Wobei beim Musikspielen ist es ja bei mir genauso. Ja, ab morgen ist wieder offen in Bambersch. Das Juhu! Ist super nette. Ab morgen ist es. Ja, in Bambersch haben die anscheinend unter 100, oder? Mit Negativtest oder einfach so. Annette, also, sag mal. Immer mit Negativtest, ne? Ist immer noch so. Auch so. Wenn du geimpft bist. Wer kennt sich aus? Wer? Rufen wir Markus an. Das wäre doch jetzt geil, oder? Wenn wir so Handy raus und. Du Markus, hol dich mal. Hol dich mal. Was ist denn da los? Wie schaut's denn aus? Was ist denn der Markus für ein? Das ist ein Nürnberger, gell? Das ist ein Mittelfranke. Was ist Nürnberg? Mittelfranken. Ich weiß nicht, ob der gebürtige Mittelfranke ist. Michael, du weißt doch sowas. Ich glaube schon, das ist ein Nürnberger, glaube ich. Ich weiß es aber auch nicht sicher. Was war denn falsch? Ja, die Seite brauchen wir. Es ist doch so scheißegal, weil ihr seid, das Ding ist rund. Weil es dann nicht gleich ausschaut, du Handel. Meine Güte, echt. Bin ich froh, dass ich bloß einmal in der Woche neben dir stehe. Nicht so grantig jetzt, gell? Nein, nein. Mit Freude am Werk. Genau. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Welcher Film? Lümmel von der ersten Bank. Komm, hallo. Ah, sie schreibt, morgen ohne Test offen, mit Spontantermin. Wuhu! Ja, dann setzen wir uns ins Auto. Ins Auto, in deinen schönen Fiat und dann brausen wir los. War das gut? Das war, du bist ein halber Franke. Ja, danach nicht gelacht, hättest du wieder gelacht. Eine machen wir noch und dann lege ich schon mal. Welche los. Seite soll jetzt anfangen? Die Quere. Es steht, dass bei einer runden Form eine Querseite gibt. Das erkläre ich morgen meiner Tochter im Homeschooling. Nee, ist schon so. Ja. An Nährmärcher, glaube ich. Ich war einmal in meinem Leben in Bamberg. Hast du gehört, der Micha geschrieben? Was hat er? An Nährmärcher, glaube ich. Nährmärcher. Okay, also was mit dem Film zu tun? Na, der Micha, du hast doch den Micha was gefragt. Ja? Er hat geschrieben, an Nährmärcher, glaube ich. An Nährmärcher. Ich habe meine Frage vergessen. Wie war die Frage? Was Regie, wie war die Aber Frage? Die Antwort ist gut. Ja. Warum schreibt ihr nicht mit uns, wenn wir was sagen? Wo das Söder herkommt. Ach so! Ein Nürnberger. Ein Nürnberger. Nürnberger. Ja, wenn du das so vorliest, ja, ein Schlaganfall, dann ist natürlich klar, dass ich das nicht erkennen kann. Ein Nürnberger.
Ein Nürnberger. So hat es aber nicht geschrieben. Da steht so. Kein B drin. Und weil jetzt das so schöne Amore, jetzt das ist nicht Mascarpone, es ist eine Panna Cotta. Panna Cotta. Und gekochte Sahne übrigens. Erdbeeren. Rose. Haben wir noch was Schönes dabei? Schaut's mal her. Es gibt auch was Schönes for the ladies. Achtung. Zing, zing, zing. Schaut's mal dieses Lady-Shirt an. Ist doch geil, oder? Blink. Ta, sixt. Schwimmen. Sabralot. Und das Schöne ist, das hat eine sehr gute Passform. Also es würde mir passen. Ich würde es eigentlich auch anziehen. Aber dann habe ich den Brief dazu gelesen und gesagt, das ist ein Lady-Shirt. Schade. Okay. Aber es hätte mir gefallen. Es hätte mir auch gestanden. Das Coole bei dem Shirt. Der Micha hat übrigens geschrieben. Entschuldigung. Ich sag schon gar nichts mehr. Der Micha. Er hat das B vergessen. Die Regie hat überhaupt nichts dafür können. Was wolltest du noch sagen? So, nix. Was? Doch. Nein, jetzt riecht mal an. Ist schon Anrichtzeit. Micha. Viertelstunde haben wir noch. Sagen wir schon mal, ich muss. Da braucht es jetzt noch nicht lossprühen, weil. Schön, wenn dann der Franke niederweicht. Du brauchst jetzt noch nicht lossprühen. Ja, das ist echt eklig. Sprühen? Fühlt man sich da verarscht als Niederbayer? Nein, fühlt man sich nicht. Aber. Sag mal ehrlich jetzt. Wenn du fühlst dich da verarscht, wenn ich komme und sag, sag mal, babbel nicht so Blätter her, doch. Also, das ist auch für dich. Für mich wäre es dann auch nicht so cool, ja, das stimmt. Aber das rutscht mir jetzt so raus nach 15 Jahren. Apropos, weil wir gerade im Frankenland sind, ich bin sehr gerne im Frankenland. Mhm. Und zwar beim Thomann. Das ist mein Lieblingsmusikgeschäft. Mhm. Das Musikhaus Thomann, das ist in Burgebrach. Burgebrach, keine Ahnung. Ach, du machst jetzt die Rosette. Und das ist da oben, wenn man Poppenreuth, kann es sein, ist die Autobahn? Poppenreuth ist bei Fürth, ja. Ja, ein bisschen Oberreuth. Und das ist aber die Bamberger Autobahn, also da fährst du rauf und es ist ein cooler Musikstore. Gibt es alles, was das Herz begehrt, der Musiker. Aber wir sind ja beim. Ich sag mal, Annette, gibt es bei dir eigentlich auch Unterwäsche? Meine ist nämlich aus. Waschen? Wäre möglich. Ja, wascht sie ja auch Unterwäsche, ich verbrenne meine immer. Hey, gibt es in Bamberg jetzt was wie ein Basketballclub irgendwie? Ah ja, stimmt! Gibt es eine Rose Baskets! Ach so. Und ich war in der Brose Baskets Arena bei meinem letzten Live-Konzert. Ist schon ein bisschen her, aber weißt du, wer da gespielt hat? Das war eines der meiner schönsten Konzerte. Jetzt pass auf. Michael Jackson. Na, Mötley Crüe. Was? Kennst du Mötley Crüe? Ja, klar. Ich kenn Manny. Ja! Nein, es war nicht Mötley Crüe. Das ist Motorhead. Es war Mötley Crüe, aber das, was du gesagt hast, ist Motorhead. Das ist Lemmy. Also war Mötley Crüe, also der Tommy Lee, der Schlagzeug, der Ex von der Pamela Anderson, mit dem Looping-Schlagzeug. Der setzt sie mit seinem Schlagzeug. Das ist auf einen Looping-Affe montiert und dann fährt der Schlagzeug spielend einen Looping und spielt Schlagzeug währenddessen. Das ist so der Höhepunkt der Show. Das Geilste war aber, Vorband war Axl Rose. Nein, nicht Axl Rose, wie heißt der Gitarrist? Slash und Miles Kennedy. Oh, das war so geil. Eine Stunde voll. Und dann komme ich da hin zur Brose Baskets Arena in Bamberg und dann steht da draußen, stehen da so Typen mit Leoparden-Leggings. Und ich habe sowas noch nie gesehen gehabt. Männer mit Leoparden-Leggings. Lederjacken, Glitzerschuhen, geschminkt. Das will ich einmal machen. Nein, das ist so Glamrock. Habt ihr das? Hast du schon Glamrock gesehen? Ja, klar. Das ist schon cool. Da ist sie zu jung. Die Tayo schreibt übrigens, so könnt ihr mal bitte in Tölz kochen. In Tölz? Ja klar. Hast du Küche für uns? Dann kochen wir da. Dann spule ich den Tölzer Schützenmarsch, das ist mein Lieblingsmarsch. Der Maximilian Heu schreibt noch, Servus Dominik. Hey Maxi, du sollst doch lernen, du hast Abitur nächste Woche. Nicht gucken, lernen und üben. So. Na, Abiturient. Sein eigener kleiner Abiturient. Jeder braucht so sein. Schaut sehr gut aus. Schaut ein bisschen aus wie irgendwas aus China. Ich weiß auch nicht, es erinnert mich so an China. Das Ding. Ach so, Wasser. Das Huawei-Logo schaut das aus. Lotusblüte. Ja. So. Das Huawei-Logo ist doch so eine rote Lotusblüte. Nichts? Okay, wir haben lauter Apple-Produkte. Das war lustig, wenn man sieht. Auf jeden Fall ist das aus meiner Lehre übrig geblieben. Also diese Art des Anrichtens ist aus meiner Lehre übrig geblieben. Und ich habe mir gedacht, kann man mal wieder rauskramen. Das hast du für die Annette rausgekramt, weil du so eine innige Verbindung zu Oberfranken. Genau, weil ich habe in Nürnberg damals gelernt und wenn dann so 10 zu Panna Cotta gekommen sind, da war der Salvatore den ganzen Abend beschäftigt. Ja, genau. Rosetten legen. So, jetzt darf man den Jungen mal ein bisschen zum Rosettenlegen bringen. Ja, das war lustig für alle anderen. Ja, für mich zum Beispiel. Genau, also jetzt haben wir hier diese Rosette. Dann haben wir hier die Panna Cotta, die habt ihr ja gestern schon gemacht. Dann haben wir hier so warmes Wasser, weil Wärme und Gelatine bringt so die Gelatine ein bisschen zum Schmelzen und dann kriegt man das nämlich viel leichter
aus der Tasse nämlich raus. Ne? Und das ist ja die Idee hinter dem Ganzen. Ich tue das hier oben ein bisschen so andrücken, dass deswegen locker wird. Dann nehmen wir das raus, nimmt es in die Hand. Und schüttelt. Hast du gehört? Es hat Flup gemacht. Flup. Genau. Flup. Dann kommt es so raus. Dann stellt man es so drauf. Jo. Schaut aus. So aus. So schaut's aus. Und dann haben wir noch die obligatorische, was niemals fehlen darf. Minze. Steckt man dann so rein. Genau. Wir sind ja schon fast beim Anrichten. Ja, das machen wir jetzt dann. Wir müssen eh noch was anrichten. Ach so. Dann einmal da und einmal da. Ah, ich liebe diese 2000er Anrichtegeschichten. Das ist nicht so Hipster-Style Berlin, verstehst du? Aber hast du das dann so wirklich mal so ja. Am Abend für 80 Panna Cotta machen müssen? Schon mal, ja. Bisschen Puderzucker. Macht auch keinen Mix mehr. So. Was wir jetzt noch drüber machen, damit dem ganzen Ding. Das Tabasco! Ein Kick. Bisschen am Pfeffer. Ein bisschen Worcestersauce. Pfeffer. Pfeffer, genau. Weil so gepfefferte Erdbeeren und die Süße und das ist etwas. Es ist so wie Salty Caramel und deshalb ja, das jetzt irgendwie. Süß so. Und Pfeffer und Erdbeeren und Pfeffer passen eh gut zusammen. Erdbeeren, Basilikum, hervorragend. Erdbeeren und Pfeffer passt wunderbar. Okay. Erdbeeren und deine Mutter. Deine Mutter! Die hat Mutter! Yeah. So! Okay, are we ready? Ja. Yeah. So, und jetzt kommt der Move. Den machen wir dann. Bei der Woodstock Academy live vor 15.000 Leuten. 15.000? Ja, geil. Man kann mal irgendwo in Franken kochen. Hä? Annette, hast du den irgendwie? Ah, die Tina hat übrigens noch geschrieben: Gruß aus Wiesendorf, wir sind dabei. Wuhu! Unsere treuesten Mitkocher, wir machen jetzt einmal. Aber wir haben eh schon eine Folge gemacht für die Männer. Wir machen jetzt mal eine Ladies-Folge. Für die Girls, ja. Prosecco-Kuchen, Prosecco-Spargel. Prosecco-Schinken. Prosecco und ja. Prosecco. Dazu trinkt man Prosecco. Und eine Weißweinschorle. Und eine Weißweinschorle, darf nicht fehlen. Schollele. Schollele. Okay, is it ready? Ja. Yeah. So, we're gonna start. Drüber. Das so hast du eine Palme gemacht? Du hast eine Palme gemacht, ja? Ja, 80er Jahre, hey! Ja, 80er Jahre, hey!
Also immer wieder muss ich sagen, du bist echt ein Anrichtkönig, weil ich koche auch gern, aber bei mir schaut es einfach nie so schön aus. Lernt man das auch so beim Kochen, in so, wenn man kocht wird, dass man das einfach schön macht? Ja, also bekommst du schon mal dermaßen auf die Finger, wenn die zeigen dir es ein, zweimal, wenn es nicht funktioniert, dann nehmen die den Teller und sagst nochmal, mach's neu. Okay, und wenn du mitten im Stress bist und dann noch, hey, mach schneller und dann kommt noch ein Bon und dann kommt, hey, mach schneller mal. Und dann bist du schon nervös und manche... Ja, es ist wie bei uns, bei der Musik, also so, in, da sagt man einmal, das Auge hört mit. Ehrlich? Mit diesen Worten... der Phrasenkönig. Nein. Also mit diesen Worten... verabschieden wir uns von unserer heutigen Reunion-Folge. Hey Mann, ich habe mich schon so gefreut, dass wir wieder miteinander am Start sind. Stimmt, ich war die ganze Woche schon so aufgeregt. Ja, ich war schon ein bisschen aufgeregt. Dankeschön, besucht den Wanker Tanker Store. Ihr könnt es ins Rathaus gehen oder eben in den großen Wanker Tanker Store, entweder ins kleine Glück oder ins große Glück. Sagt der Annette einen lieben Gruß von der Koch und der Trompeter. Kocht ihr Gericht nach, das ist das Wanker Tanker Gericht. Schaut es mir nochmal her. Annette schreibt übrigens, wow, das sieht super lecker aus. Ja, kennt ihr daheim nachkochen und immer an die Annette denken. Besucht das, holt euch so ein cooles Shirt in allen möglichen Formen. Und damit, muss ich sagen, bin ich raus und ich übergebe zu dir. Genau, also jetzt haben wir ja wieder die Möglichkeit wegzugehen und einkaufen zu gehen und mal durch die Stadt zu bummeln, weil alles ein bisschen lockerer ist. Und die Zeit, wo er versäumt hat, müsst ihr jetzt rausgehen und müsst einfach schauen, dass das ein bisschen wieder alles ins Laufen kommt, oder? Genau, wir sind fast alle geimpft und alles ist safe. Und in dem Sinne sage ich Arrivederci. Ciao nach Bamberg. Genau. Und wir sehen uns nächste Woche. Neue Folge. Macht's gut. Ciao.